mich ein bisschen. Komm schon. Schon gemerkt, wie du mich angeschaut hast? Hä? Jetzt lass mich endlich los! Süß, wie du dich ziehst. Aber komm, hey, lass uns zur Sache kommen. Hä? Lass die Griffel von meinem Schatz, sonst gibt's Ärger. Bist du noch nicht weg? Lesben. Jetzt wird mir alles klar. Alles okay? Es gibt leider immer wieder Typen, die nicht begreifen wollen, wenn eine Frau Nein sagt, auch Nein meint. Hey, na? Kommst du zurecht? Den kann sie jetzt gut vertragen. Danke. Also, der Typ hat's ernst gemeint, so viel steht fest. Also, bei manchen Typen setzt echt immer wieder der Verstand aus. Ich war irgendwie so perplex, dass ich gar nicht richtig reagieren konnte. Mein letzter Chef war ähnlich drauf. Das tut mir leid. Ihm auch. Dem habe ich so eine gepfeffert, dem haben echt die Ohren geschlackert. Den Job war ich natürlich los. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Nein, nein, es geht schon, danke. Hey, tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Hab ich was verpasst? Nö, alles bestens. Wie war's auf der Party? Sarah, warum erschreckst du mich denn so? Tut mir leid. Was schleichst du hier rum? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich war nur mal bei Valentino im Stall. Der war schon den ganzen Tag so unruhig. Naja, du siehst aber nicht wie jemand aus, der sich heute Nacht bombig amüsiert hat. Die Feier, die war ganz nett. Aber? Da war so ein Typ, der wurde penetrant und dann kam Stella und hat mich gerettet. Stella? Entschuldige, aber ich versuche mir gerade vorzustellen, wie sie das gemacht hat. Karate oder so? Sie hat dem Typen erzählt, dass wir ein Paar sind. Und damit kann man aufdringliche Kerle in die Flucht schlagen? Ja, den schon. Der hat Lesben für Außerirdische gehalten oder sowas. Also ich wäre da jedenfalls nie drauf gekommen. Du? Nein. Ja, ich denke auch, dass sie für Überraschungen gut ist. Ja, aber das haben wir dir ja von Anfang an gesagt. Du hast sie unterschätzt. Sieht so aus. Ja. Guten Morgen. Ich komme später nochmal wieder. Ich wollte eh noch was mit Justus besprechen. Nein, bitte, bleiben Sie doch. Kaffee? Ja, den kann ich gut gebrauchen. Für Sie auch? Nein, danke, ich habe schon. Ich habe mich gestern gar nicht anständig bei Ihnen bedankt. Ohne Sie hätte das wirklich zum Problem werden können. Sie meinen den Typen? Wahrscheinlich hätte er sogar noch Glück gehabt, dass er so schnell abgehauen ist. Sonst wäre er nicht so glimpflich davongekommen. Also Lesben, der hat ja richtig Angst bekommen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dass wir ein Paar sind? Ich wollte Ihnen damit nicht zu nahe treten. Das sind Sie nicht. Übrigens, über die Art Ihrer Unterbringung, ob nun hier auf dem Schloss oder in der Stadt, können wir gern noch mal reden. Gerne. Danke. Gräfin Lahnstein, einen Augenblick bitte.
Das Programm für Prinzessin Luises Empfang steht jetzt. Können Sie bitte einmal gegenchecken? Ich will die Einladung noch heute rausschicken. Nur 15 Minuten für die Ankunft der Gäste, ist das nicht ein bisschen knapp? Gut, dann verlängern wir den Teil auf um 10 Minuten. Ich habe extra ein bisschen Puffer eingebaut. Brauchen wir tatsächlich eine Absperrung für Zuschauer und Presse? Ja, ich dachte, sicher ist sicher. Aber wenn Sie meinen, wir können darauf verzichten? Nein, nein, ist schon in Ordnung. Sie haben davon mehr Ahnung. Ansonsten gute Arbeit. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nein, danke. Oder doch? Passen Sie auf sich auf. Ja, wir sehen uns.